Menschen, Mitglieder, Masken. Das sind die wichtigsten Bestandteile der Mitgliederversammlung des ADAC Westfalen im Jahr 2020. Die Gesundheit steht an erster Stelle und das sieht und fühlt man hier in der Dortmunder Westfalenhalle an allen Ecken und Enden. Das gilt auch für den Vorstand, der so eine Mitgliederversammlung sicherlich auch nie für möglich gehalten hätte. Ich bin am Anfang, als die meisten schon saßen, einmal bis ganz nach hinten gegangen und habe mich mit ganz vielen Leuten unterhalten, Teilnehmern unterhalten, Delegierten unterhalten. Erstmal waren alle fröhlich, also alle waren in guter Stimmung und alle haben mir gesagt, das ist toll, wie wir das organisiert haben. Und in der jetzigen Situation eine Mitgliederversammlung mit so vielen Teilnehmern auf die Beine zu stellen und die Regeln vernünftig einzuhalten, ist auch eine logistische Meisterleistung. Also schönen Dank auch fürs Hauptamt. Corona hat die ganze Welt verändert und auch die für den März geplante Mitgliederversammlung unmöglich gemacht. Das Vereinsleben unserer ADAC-Ortsclubs ist durch die Pandemie fast komplett lahmgelegt. Der ADAC Westfalen hat aber schnell reagiert und umfassende Hilfen zugesichert. Unter dem Motto "Wir machen weiter" können die Clubs so für das nächste Jahr planen. Einer, der im ADAC Westfalen nicht mehr in seiner langjährigen Funktion weitermacht, ist Clubsyndikus Werner Käßmann. Nach sagenhaften 34 Jahren im Amt wird er bei der Mitgliederversammlung vom Vorstand und seinem Freund Wolfgang Becker, Ehrenvorsitzender des ADAC Weser-Ems, gebührend gefeiert und verabschiedet. Also das ist ein Trikot mit der Nummer 8 und mein Freund und ehemaliger Vorstandsvorsitzender von Weser-Ems, Wolfgang Becker, der weiß, dass ich in der Nationalmannschaft das Trikot mit der Nummer 8 getragen habe, als ich meine Goldmedaille gewonnen habe. Und der hat nun netterweise zu meinem Abschied von Werder Bremen mit der Trikot Nummer 8 alle Unterschriften von den Spielern drauf versehen lassen und mir das als Geschenk übergeben. Habe ich mich sehr darüber gefreut. In ihren Ämtern bestätigt werden mit überwältigender Mehrheit gleich 3 Vorstände des ADAC Westfalen. Marco Jeuschede bleibt Vorstand für Finanzen, Thomas Oehler betreut weiterhin den Bereich Technik und Verkehr und Klaus Hasenpusch macht sich weiter für die Ortsclubs stark. Dass er nicht mit einem Händedruck und einer Umarmung gratulieren darf, macht dem Vorstandsvorsitzenden allerdings zu schaffen. Das ist etwas, woran ich mich überhaupt nicht gewöhnen kann. Das in Arm nehmen auch zum Ausdruck zu bringen, wie man sich schätzt und wie man auch gerne zusammen ist, das ist etwas ganz Besonderes und das hat mir echt gefehlt. Und so auf Abstand bleiben und nur mit dem Ellenbogen sich abstupsen, ist dann eben doch kein Ersatz dafür. Die Mitgliederversammlung 2020 wird sicherlich in die Geschichte eingehen. Natürlich auch wegen der Menschen und Mitglieder, aber eben vor allem wegen der Masken.